Hallo ihr Lieben, Stravete Mili, hello dears. Heute zeichne ich einen Schäferhund auf Wunsch von Juliane Wolf. Hallo liebe Juliane, vielen lieben Dank für deinen Vorschlag. Ich freue mich sehr, hier einfach mal in einer kleinen Illustration das Wesentliche von einem Schäferhund darzustellen. Ich habe mir gleich den süßen Kommissar Rex ausgesucht als Vorlage, weil er tatsächlich einen sehr typischen Schäferhund darstellt und ich hoffe, ich kann das einigermaßen hier gut wiedergeben. Meine Illustration ist sehr klein. Ich hoffe, auch daher, dass die Zeit okay ist, dass wir das gut schaffen können und ich diesen Hund hier mit euch zusammen zeichnen kann. Ich muss mich erstmal orientieren, wie das Gesicht ist. Das werde ich jetzt machen und danach erzähle ich ein bisschen was über diesen Kanal, den ich euch heute vorstellen möchte. Aber jetzt arbeiten wir uns erstmal vor. Also der Schäferhund guckt sehr süß hier, sehr konzentriert, auch traurig zum Teil. Und ich zeichne jetzt einfach mal vor, wie sein Gesicht, beziehungsweise orientiere mich mehr oder weniger an seinen Zeichnungen. Wo was ist, also hier müsste dann die Nase kommen. Hier kommt die Schnauze. Und er lächelt. Die Ohren müssen viel, viel größer werden noch. Aber das können wir alles noch machen, da wir ja nur bei der Vorzeichnung sind. Also bei der Vorzeichnung muss man sich besonders viel Zeit nehmen. Nesri Suvame. Един Шефахунд, овчарка, мисля, че се казва на български. Типично немско куче. Има го и в България. Имахме съседи с това куче. Сигурно и вие го познавате. Пожелание на Юлиане Волф. So, und jetzt arbeite ich mich ein bisschen vor zum Körper. Also das Gesicht lasse ich jetzt erstmal so unfertig und mache einfach mal hier die Brusthaare. Und hier sind die Pfoten. Dann die andere Pfote hier vorne. Dann gehen wir hier, das sind Haare. Und hier ist der Rücken. Und er hat eine Biegung hier vorne. Und hier geht es wieder runter. Hier haben wir wunderschöne Färbung, die genau das Bein eigentlich des Hundes betont. Und sein Knie hier, dieses Knie, ist bei ihm ziemlich weit unten, finde ich, also im Vergleich jetzt zu anderen Rassen. Und dann machen wir hier die Pfote. Die sehe ich leider hier nicht. Die erfinde ich jetzt einfach mal, da ich ein Foto gefunden habe, das nicht so gut alles darstellt. Und hier mache ich auch einen ähnlich schönen Schwanz, der leicht so nach oben geht. Und das müsste so unsere Vorzeichnung sein. Jetzt gehe ich gleich rein und versuche wunderschöne Hundeaugen zu machen mit Glanz. Die sind sehr hell braun, aber im Vergleich zu den anderen, also sind sie dunkel. Also im Vergleich jetzt zu den restlichen Schattierungen. Dann hatte ich hier sehr, sehr schöne Augenbrauen.
die auch so weitergehen. Und hier müssen wir, ich habe jetzt ein Grau genommen, hier müssen wir sehr aufpassen bei der Zeichnung, damit wir das nicht gleich zu sehr schwärzen. Hier geht es so nach vorne. Also momentan sieht es nach gar nichts aus. Aber ich bin sehr konzentriert. Bitte geduldet euch ein bisschen, damit ich mich auch selbst zurechtfinde, was wichtig bei diesem Hund ist und was nicht. Das wird hier hellbraun. Und das zeichne ich jetzt erst mal so. Und hier oben haben wir dunkelbraun. Der Kanal, den ich euch heute vorstellen möchte, ist von Fragolina Dolce Vita. Liebe Grüße. Wir haben uns hier erst neulich kennengelernt über die kleinen Kanäle, die sich zusammengeschlossen haben. Und wir haben uns auch abonniert und sind sehr froh darüber, denn ich habe entdeckt, was man so alles kochen kann in Miniatur. Also sie macht wunderschöne Videos. Vielleicht kennt ihr das aus Japan, glaube ich, kommt dieser Trend, dass man einfach also echte Speisen in ganz, ganz mini macht. Und genau das macht sie. Und was sie auch toll macht, sehr liebevoll, sie stellt Kanäle, die sie abonniert haben, in regelmäßigen Abständen vor. Und das finde ich sehr lieb, denn so pflegt man einfach die Community. Alle freuen sich, wenn sie mal ihren Kanal empfohlen bekommen. Das ist, also zumindest denke ich das so. Vor allem, wenn man noch klein ist. Und das macht sie sehr liebevoll. Und da sind also jahrelange Freundschaften entstanden. Das finde ich auch sehr schön. Und sie besuchen sich, sie kommunizieren, das finde ich großartig. So sollte es auch sein, also eine kleine YouTube-Community. Und so macht sie das, sie stellt so ihre Abonnenten auch vor. Schaut vorbei, lasst ihr ein Abo da. Sie ist auch betroffen von diesen neuen Richtlinien, das finde ich aber sehr schade, denn die Videos, die sie macht, sind sehr aufwendig und das finde ich, sollte auch ein bisschen zumindest entlohnt werden. So, dann machen wir weiter. Also ein Schäferhund ist, finde ich, kompliziert. Obwohl man ihn öfter sieht, also das ist ein Hund, den, glaube ich, jeder kennt. Sogar ich weiß, wie ein Schäferhund aussieht. Also ich die fast jede Rasse, die ich hier gezeichnet habe, vorher nicht kannte. Aber sogar ich kenne einen Schäferhund. Und gerade weil man natürlich das immer wieder sieht, kommt es einem so vor, als ob das ja nicht wirklich was Besonderes ist. Aber er ist kompliziert zu malen. Er hat seine ganz eigenen Zeichnungen. Und da muss man einfach aufpassen, wo man sich gerade befindet, dass man sich nicht irgendwie ein bisschen hier und da vermalt. Man muss einfach ein bisschen aufpassen bei dem Hund. Immer genau gucken, wo man sich befindet mit den Farben und was man macht. Lieber langsamer malen als zu schnell. Von daher kann ich mir vorstellen, dass dieses Video doch länger wird, als man erahnt. Weil das Gesicht einfach sehr, sehr aufwendig ist. Vom Schäferhund.
Hier bräuchte ich ein bisschen ein Weiß, denn die Nase hier oben ist heller. Und hier dunkler. Also man sieht noch keinen Schäferhund, aber ich hoffe, das wird noch. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Also nicht verzweifeln, ich bin auch hier kurz davor, nein. Es ist einfach sehr aufwendig und man muss jede Bewegung, jede Zeichenbewegung sich genau überlegen, jeden Stift sich genau überlegen und wie gesagt, lieber langsamer zeichnen als zu schnell. Ein gutes Foto ist super, also den Kommissar Rex, den findet ihr mit Sicherheit hier im Internet. Sucht euch ein schönes Foto aus. Ihr könnt auch nur das Gesicht, also ich habe überlegt, auch nur ein Gesicht zu zeigen, aber ich finde beim Schäferhund diese großartige Färbung des Körpers, überhaupt sein Körper, der ist sehr typisch für einen Hund, eben weil man ihn so kennt. Und wollte den ganzen zeigen. Hier hat er Härchen in den Ohren, die gehen rein. Die Ohren selbst aber sind relativ rosig. Das machen wir jetzt. Also relativ rosige Ohren. Und die Zunge ist natürlich auch rosa. Die ist auch sehr süß. Und es ist auch typisch, wie der dieser ausstreckt. Und da gehe ich aber jetzt nur ganz leicht rein, denn später können wir die Zunge noch ausarbeiten. Jetzt möchte ich mich ein bisschen noch mit den Ohren beschäftigen, damit wir das fertig haben. Also hier muss man das Rosa noch ein bisschen abdunkeln. Hier hat das Ohr so einen stärkeren Rand und hier einfach mal so ein bisschen abdunkeln, das Rosa, damit es nicht zu schweinig aussieht. So kleine Schlitzohr. Hatte ich hier so etwas wie kleine Schlitze und hier wird es auch wieder dunkler. Immer schön mit dem Foto vergleichen. Also das ist eigentlich auch die große Kunst. Man muss sich die Zeit nehmen, das Foto auch richtig anzuschauen und nicht zu schnell, zack, zack und fertig, sondern wirklich sich mit dem Foto beschäftigen. Daher auch wieder mal ein Tipp, den ich immer wieder wiederhole, aber vielleicht schaut ihr ja zum ersten Mal zu. Lieber klein anfangen, also lieber so eine kleine Illustration machen, als jetzt auf großem Format gleich mit viel Fläche anzufangen. Das kann man machen, kostet aber wahnsinnig viel Zeit und man verliert Geduld, ist ja verständlich, und muss die Fläche ausfüllen. Also Fläche ausfüllen ist zusätzliche Arbeit, die man sich beim Zeichnen lernen eigentlich nicht antun sollte. Und jetzt gehen wir weiter. Hier muss ich noch ein bisschen das Ohr abdunkeln. Und hier noch ein bisschen Volumen machen. Und hier ist er auch, also hier ist er relativ hell. Der Hund, und hier geht es auch so weiter nach unten, wo er unter der Schnauze natürlich wieder dunkler ist. Hier unter der Zunge müssen wir das später abdunkeln, und so ganz so rund ist sein Gesicht nicht, wie ich es am Anfang gemacht habe. Also es hat eine leichte ovale Form. Und hier geht es weiter. Hier ist das Ohr, sehe ich gerade, noch nicht ganz fertig. Also ich vergleiche natürlich die ganze Zeit das ganze Bild.
Ich schaue ganz genau, wo bin ich, was habe ich schon und was fehlt mir noch. Und hier um die Nase herum müssen wir noch ein bisschen mehr arbeiten. Die Schnauze ist dunkel. Und hier auch. Und hier geht es so ein bisschen hoch. Mit der Zeichnung und hier auch. Also die Schnauze ist relativ dunkel und hier kann man unter der Zunge, wie gesagt, ein bisschen mehr Volumen machen. Da muss ich noch ein bisschen vielleicht mit Weiß hier arbeiten. Und mit Grau. Einfach so ein bisschen das Ganze milder machen. Ein bisschen die Schraffur herunterdrehen. Ich bräuchte jetzt ganz schnell ein Orange, weil ich ihm aber nicht dieses, das ist mir zu wenig. Ja, weil er schon einen sehr, sehr warmen, schönen Ton hat. Also da dürft ihr ruhig ein bisschen, ja, dieses fuchsige Orange nehmen. Würde ihm gut tun. Und hier mu müssen wir gucken, also hier die Schnauze, also er muss schon lächeln. Wie gesagt, da geht was hoch und da. Also er muss ein bisschen mehr lächeln. Hier bei den Augen muss ich mich sehr konzentrieren, die sind schwierig. Sie sind sehr typisch, aber doch relativ schwierig. So, und dann gehen wir weiter. Machen weiter mit seinem Fell. Hier wächst das Haar. Also das Haar wird hier nochmal schnell die Zunge. Also hier ist es ein bisschen dunkler. Da, wo er sie so ausstreckt. Und ein bisschen mit, also sein Unterkiefer hier ein bisschen betonen, hier ein bisschen dunkler. Also eine schöne Zunge hat er, kann man lassen. So, und dann geht es weiter, ihr Lieben, mit dem Fell. Hier hat er nochmal so einen Ring. Einen richtig schönen. Und das ist hier eher schwarz. Und da machen wir jetzt einfach mal weiter, bis wir diesen schönen Schäferhund hinbekommen. Hier betone ich dann den Rücken und dann geht es einfach weiter in dieser Form, wie das Fell wächst. Zum Teil wächst es auch nach unten, sehe ich. Also so seitlich und es wächst dann nach unten und hier geht es wieder mit dem Bein mit. Das wird jetzt relativ schwarz, aber ich mache es grau, damit wir das nicht zu sehr schwärzen. Und man sieht zwar, wie das Haar gewachsen ist, aber es ist einfach schöner, wenn man es einfach so schraffiert. So, und hier beenden wir das, aber ich gehe trotzdem ein bisschen mit der
Also hier hat er so einen ganz typischen Buckel. Und da kann man noch ein bisschen mehr reingehen mit dem Schwarz. Einfach ein bisschen mehr betonen. Hier hängt das Haar so runter. Und wie gesagt, hier wächst es so raus. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Am Hund, also sehr typische hier Färbung. Ich glaube, nur er hat sowas. Kommissar Rex hat jetzt ein rotes Halsband, das mache ich nicht. Das lasse ich jetzt einfach aus. So, und dann gehen wir hier weiter. Hier muss man aufpassen, wie genau der Haarwuchs ist. Mal geht es so nach vorne, mal wieder runter. Also da ist er sehr wuschelig und weil ich das nicht so gut sehe, lasse ich das lieber, bevor ich irgendwas erfinde. Hier zeichne ich die Beine jetzt einfach mal so, wobei die wesentlich orangefarbener bzw. mit dem Hautton zu machen sind. Das ist hier recht dunkel, aber ich hoffe, ich werde nicht mehr viel mit Schwarz machen, nur ein bisschen hier die Pfoten betonen. Und das war's. Und jetzt gehe ich mit dem Hautton rein, weil letztendlich ist das die Grundfarbe vom Hund. Genau dieser Hautton. Und es ist schön, wenn man so einen Grundton hat, dann kann man das später auch richtig schön ausarbeiten. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal mit dem Hautton rein. Hier ist er ein bisschen heller, das lasse ich auch heller. Eventuell mit Grau nachzeichnen. Aber damit wir sehen, wo der Hund so seine Färbungen hat. Hier ist auch einiges heller, das mache ich jetzt gleich. Und hier ist er zum Teil auch fast weiß, das können wir auch so lassen. Die Wuschelhaare und hier ganz fein diese Härchen nochmal nachzeichnen. Also wirklich auch hier ein bisschen mehr hat er. Da müssen wir ein bisschen mehr noch machen. Hier auf der Brust. Es gibt ja Schäferhunde, die sind ein bisschen dunkler. Ich glaube, da gibt es auch Unterschiede, also sie sind nicht alle gleich. Auf jeden Fall, jetzt muss ich den gleichen Stift nochmal nehmen. Versuche ich hier unseren schön zu machen in einer kurzen Zeit. Das ist ja eigentlich so, mein Kanal beschäftigt sich hauptsächlich mit in kurzer Zeit erstellten Illustrationen. Nicht speedy, also nicht schnell zeichnen, sondern Echtzeit. Und natürlich freue ich mich über neue Abonnenten, also falls Sie momentan zuschauen, bitte abonnieren, das ist mir wichtig. Das ist auch YouTube wichtig, denn dann YouTube zählt es mit, wer mich abonniert, wie viele Leute. Und dadurch werden auch meine Videos weiterempfohlen. Hier betone ich nochmal das Ganze. Also es wird langsam ein Schäferhund, glaube ich. Die Sorge von Anfang ist jetzt nicht berechtigt. Am Anfang habe ich mir echt Sorgen gemacht, ob ich
diesen doch sehr komplizierten Schäferhund hinbekomme. Wie gesagt, also bei meinem Bild hier sehe ich die Pfoten nicht, was ich schade finde, aber ich denke mal, das stimmt schon so. Hier weiß ich nicht, wie der Haarwuchs genau ist, von daher mache ich einfach mal so ganz feine Schraffierungen. Ich glaube, da geht es mal so und mal so. Da bin ich mir einfach nicht sicher. Aber ich denke, mit feinen Schraffierungen können wir das so ganz gut schaffen. Und hier nehme ich ein Grau wieder. Denn jetzt machen wir seinen Schwanz. Der hat hier oben so ein paar Haare und hier wird er dunkler. Und dazwischen gibt es auch so viele Wuschelhaare. Aber hier ist auf jeden Fall zum Schluss hin, wird es nochmal ziemlich schwarz sogar. Und hier am Bein muss ich jetzt mit dem Hautton reingehen. Hier nicht, hier ist er recht weiß oder hell. Aber hier schon, zumindest ein bisschen. Und hier drunter auch ein bisschen mehr. Also sein Schwanz ist eigentlich, also seine Hunderute, sagt man, ist relativ bunt. Seht ihr hier alles, ja. Ich hoffe sehr, dass ihr auch den Kanal von Fragolina Deutsche Vita besucht. Wäre sehr lieb, wenn ihr ihr ein Abo da lässt. Ich habe es schon erwähnt, aber ich sage es nochmal, falls jemand das Video übersprungen hat bzw. sich durchgeklickt hat und erst hier bleibt, bitte auf den Kanal gucken, den ich gerade vorstelle. Das ist sehr interessant, was sie dort kocht und macht mit Mini-Küche und Mini-Utensilien in Mini-Speisen. Sehr süß. Hat mir richtig gut gefallen. Schaue ich gerne. Vielleicht kann ich was lernen, denn ich bin nicht so die größte Köchin, leider. Ich kann andere Sachen ein bisschen besser. Hier noch ein bisschen betonen und da noch ein bisschen betonen. Wo müssen wir noch rein? Ja, hier die hintere Pfote muss noch ein bisschen ausgearbeitet werden. Und hier ist mir das noch irgendwie zu wenig noch. Also es muss ein bisschen stärker werden von der Färbung. Und da zeichne ich mich jetzt einfach so vor. Ganz fein, weil ich einfach nicht weiß, wie hier die Haare wachsen. Das sehe ich nicht so richtig. Hier mache ich auch noch ein bisschen mehr Orange. Und hier kann man das auch mal machen. Das verträgt auch ein bisschen Orange. Hier müssen wir das Bein ein bisschen betonen. Wobei das sehr, sehr hell ist hier. Also eigentlich darf man nicht so dunkel reingehen. Und hier die Rute, ich finde die so schön. Aber die mache ich jetzt leicht ins Grau, damit wir sie vom restlichen Körper gut abheben. Und hier so ganz leicht in Rosa. Aber ganz, ganz leicht, wirklich nur mit dem flachen Stift. Also nicht Rosa, sondern so ein Hautton. Überhaupt mache ich den ganzen Hund jetzt einfach mit diesem Hautton. Ganz, ganz leicht. Und möchte hier noch ein bisschen feiner werden. Also hier muss er noch ein bisschen was bekommen. Also wir haben jetzt die halbe Stunde durch.
die ich mir normalerweise für Zeichnungen vornehme. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es war, also ein Schäferhund zu zeichnen, ist schwieriger, als man glaubt. Und man muss sich die Zeit nehmen. Von daher nehmt euch ruhig die Zeit. Ihr könnt das Video ja auch wieder vorspulen, beziehungsweise zurück und so weiter. Und nehmt euch wirklich die Zeit, um das Ganze hier so perfekt wie möglich zu machen. Hier unter der Zunge muss es unbedingt noch ein bisschen dunkler werden. Einfach ein bisschen mehr betonen, dass wir hier unter dem Kopf sind. Und hier die Härchen, die daraus wachsen, auch ein bisschen betonen. Also hier die Brusthaare. Hier auch, also wenn ihr das so ganz, ganz fein macht, wäre es mit Sicherheit am allerschönsten und am allerbesten. Immer schön feiner, feiner, feiner. Und dann habt ihr einen sehr schönen Schäferhund mit seinen typischen Farben. Und hier noch ein kleines bisschen Richtung. Hier noch ein kleines bisschen mehr. So, ihr Lieben, also für eine mehr oder weniger schnelle Kinderbuchillustration ist dieser Hund ganz gut, glaube ich. Wenn er euch gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Ist mir wichtig und YouTube auch. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie mir gerne stellen. Ich beantworte so gut ich kann, wo ich euch auch helfen kann. Und bitte abonniert meinen Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Das ist wichtig, das ist YouTube wichtig, mir ist es wichtig. Und schaut bitte auf meinen anderen befreundeten Kanal. Надявам се да ви хареса видеото. Ако гледате за първи път, моля ви оставете ми един subscribe. Важно ми е, важно е за YouTube. Оставете един лайк, аз много се радвам винаги и си ги броя колко съм получила. И ако искате, отидете и на този канал, който представям в момента. Той готвят такива госпи в малък формат, мини, много интересно. И bis demnächst. Alles Liebe, eure Deni. Tschüss!